In der völlig überhitzten Debatte um das Selbstbestimmungsrecht für Transmenschen höre ich jetzt immer öfter das Argument mit Frauenknästen. Also, dass die ernsthafte Sorge besteht, dass in Zukunft männliche Strafgefangene reinweise ihren Geschlechtseintrag ändern, um dann in Frauenknästen zu spazieren. Und wie so oft bei diesen ganzen Trans-Themen habe ich das Gefühl, dass Leute sich überhaupt keine Gedanken machen, wie das konkret eigentlich ablaufen soll. Ich meine, es gibt keine bundeseinheitliche Regelung für die Unterbringung von transgeschlechtlichen Strafgefangenen. Deswegen habe ich mal geschaut. Was machen denn die einzelnen 16 Bundesländer? Und bei sieben von denen habe ich nichts gefunden. Was auch ein bisschen in der Tatsache liegen könnte, dass wir hier von einem absoluten Nischenphänomen reden. Und ich meine nicht Transgeschlechtlichkeit, sondern ich meine weibliche Strafgefangene. Bei einem Land mit 83 Millionen EinwohnerInnen haben wir dreieinhalbtausend Frauen im Knast. Dreieinhalbtausend. Nur in drei Bundesländern gibt es Gesetze zu Transstrafgefangenen. Und in den anderen sieben gibt es zwar keine Gesetze, aber Leitlinien. Und die sagen immer, es zählt der Einzelfall. Das heißt konkret, da sitzt ein Komitee an medizinischem oder psychologischem Personal und die schauen sich die Fälle an und entscheiden dann, ob es passt. In Bayern und Niedersachsen ist es sogar so, dass du nur dann safe in den Frauenknast kommst, wenn du dich in einer geschlechtsangleichenden OP unterzogen hast. In keinem einzigen Fall reicht der amtliche Wechsel des Geschlechts aus. In keinem. Soweit zu den Fakten und hier noch die Quellen.